Wenn man einen Flug bei Singapore Airlines bucht, dann ist man in der Vergangenheit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem großen Flugzeug geflogen, mit einem Widebody. Was anderes haben die nämlich gar nicht. Das ist jetzt aber tatsächlich nicht mehr so. Wir sprechen mal ein bisschen über das Konstrukt Singapore Airlines, auch in der jetzigen Zeit, und warum gerade die jetzt anfangen, Boeing 737 zu fliegen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Singapore Airlines ist somit der Name in dem ganzen Business. Die Fluggesellschaft ist für viele Passagiere eine der besten, wenn nicht sogar die beste Fluggesellschaft der ganzen Welt. Und das wohl auch völlig zu Recht. Und immer, wenn es irgendwo neue, große und auch teure Flugzeuge zu kaufen gibt, dann sind die da eigentlich immer ganz vorne mit dabei und kaufen erstmal so ein paar Dinger. Das hat natürlich alles gute Gründe. Singapur als Stadtstaat hat keinen Inlandsverkehr, das heißt, die Fluggesellschaft kann nur international fliegen. Singapur ist allein aufgrund seiner geografischen Lage ein 1er-Ort zum Umsteigen und natürlich hat man auch den Flughafen vor Ort, den internationalen Flughafen von Singapur, je nach Rangliste zu einem der besten Flughäfen für Umsteiger gemacht. Dazu kann die Airline auch servicemäßig voll und ganz überzeugen. Es gibt wahrscheinlich keine Fluggesellschaft auf der ganzen Welt, die das Bild einer perfekten Flugbegleiterin so krass für Werbezwecke nutzt, wie das Singapore Airlines macht. Dort findet man dann an Bord die sogenannten Singapore Girls. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Dazu macht die Fluggesellschaft ständig echt einen Haufen positiver Schlagzeilen. Keine andere Fluggesellschaft auf der Welt wurde so häufig ausgezeichnet wie Singapore Airlines. Und wie eben bereits angedeutet, man kauft eben alles Mögliche an Großraumgerät ein und hat immer tolles Interieur an Bord dieser Flugzeuge. Singapore Airlines war damals im Jahr 2007 auch Erstbetreiber des Airbus A380 und sorgte mit den Suiten, die man damals auf diesem Flugzeugtypen eingeführt hat, echt für so viel positive Aufmerksamkeit. Das war echt überall in jeder Zeitung zu lesen, sodass man die Flüge mit dem A380 sogar gegen Aufpreis verkaufen konnte. Aber auch sonst hat die Fluggesellschaft immer großspurig überall die neuesten und größten Flugzeuge eingekauft und tatsächlich, wenn auch nur kurz, war die Singapore Airlines Lackierung zumindest mal auf einer Hälfte einer Concorde gepinselt und die Fluggesellschaft ist auch immer mal wieder Anwärter für die längste Linienverbindung der Welt. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Singapore Airlines diesen Titel auch wieder bei sich, denn man bietet mit dem A350-900 ULR die Strecke von Singapur nach New York an. Das ist mit etwa 18.000 geflogenen Kilometern aktuell der längste Linienflug der Welt. Also viele beeindruckende Fakten, die dafür sorgen, dass Singapore Airlines natürlich immer und immer wieder für ihre Passagiere eine wirklich attraktive Wahl ist. Aktuell besteht die Flotte der Fluggesellschaft ausschließlich aus Großraumflugzeugen, das haben wir eben schon geklärt. Die Boeing 777-200 und der Airbus A330-300 sind die kleinsten Flugzeugtypen, die man bei Singapore Airlines aktuell finden kann. Von den A330-300 hat man in der Flotte zum aktuellen Zeitpunkt noch 8 Stück, das werden aber auch immer weniger. Von den Boeing 777 hat man noch etwas mehr als 30, allerdings sind lediglich 3 Exemplare davon die 777-200, also die kleinere und im Schnitt bei Singapore Airlines mittlerweile auch fast 20 Jahre alte Version der 777. Dazu hat man auch noch 3 777-300 ohne das Kürzel ER hinten dran, das steht für Extended Range. Sorgt aber auch dafür, dass viele weitere Dinge an diesem Flugzeug modifiziert bzw. optimiert sind. Das heißt, auch davon hat man noch etwas ältere Exemplare und ansonsten hat man 777-300ER, so wie man den Flugzeugtyp beispielsweise auch in riesiger Anzahl bei Emirates findet. Bei diesen älteren Exemplaren ist es gut möglich, dass die Flugzeuge nicht mehr aus ihrem Parkzustand, in dem sie sich aktuell noch befinden, rauskommen und eventuell dann eben nicht mehr bei Singapore Airlines eingesetzt werden. Ganz ähnlich könnte das auch sein mit den aktuellen 19 Airbus A380, die man in der Flotte hat. Noch ist tatsächlich nicht sicher, ob die im Schnitt nicht einmal 9 Jahre alten Flugzeuge bei Singapore Airlines wieder zurückkommen. Teilweise sind die A380 da aber wirklich noch nicht alt und auch teilweise mit hochmodernem Interieur ausgestattet. Das Neueste, was Singapore Airlines zum aktuellen Zeitpunkt zu bieten hat. Dementsprechend ist es gut möglich, dass man einen Teil dieser Flotte nicht mehr in die Luft bringen wird, eventuell aber die in Anführungszeichen gut ausgestatteten A380 nochmal rauskramt. Aber eine Entscheidung oder eine wirklich konkrete Planung gibt es für diesen Flugzeugtypen bei dieser Fluggesellschaft noch nicht. Eine finale Entscheidung soll aber Ende September endlich da sein. Alle anderen Flugzeuge in der Flotte sind aber tatsächlich noch ziemlich frisch. Fast 50 Airbus A350 hat man da in der Flotte. Die sind gerade mal im Schnitt 2,5 Jahre alt. Dazu kommen noch 15 quasi neue Boeing 787-10. Damit ist die Fluggesellschaft auf jeden Fall ganz vorne mit dabei.
Dazu hat man noch 7 Boeing 747, die fliegen allerdings bei Singapore Airlines schon seit einigen Jahren nur noch als Frachtflugzeuge. Und somit fehlt hier von Standardrumpflugzeugen wie dem Airbus A320 oder der Boeing 737 eigentlich jede Spur. Dann schaut man jetzt aber mal um die Ecke und sieht da in Singapur auf einmal die erste 737-800 in den Farben der Singapore Airlines aus der Halle rollen. Und wenn man dann noch mal ein kleines bisschen weiter schaut, dann sieht man sogar bei Boeing auf dem Hof die erste 737 MAX in den Farben der Singapore Airlines. Wann die ausgeliefert wird, ist ja aber nochmal ein ganz anderes Thema. Nichtsdestotrotz passt die 737 ja eigentlich nicht so richtig ins Portfolio der Singapore Airlines. Jetzt die Erklärung dazu. Singapore Airlines ist eigentlich so stark wie keine andere Fluggesellschaft auf der Welt von der aktuellen Krise betroffen. Der Stadtstaat Singapur schützt sich selbst durch sehr strikte Einreiseregelungen. Als Tourist geht da zum aktuellen Zeitpunkt gar nichts und alles andere geht 2 Wochen in Quarantäne. Transit in Singapur ist aber mittlerweile wieder auf einigen ausgewählten Verbindungen der Singapore Airlines Gruppe möglich. Die Anzahl der angebotenen Flüge ist aber logischerweise immer noch sehr, sehr gering. Denn wie gesagt, wenn man mit Singapore Airlines fliegt, dann fliegt man mit dieser Fluggesellschaft international. Und international fliegen ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so richtig drin. Aber immerhin konnte man jetzt für November schon mal wieder 11% des ursprünglichen Streckennetzes in die Flugplanung mit aufnehmen. Das ist noch nicht so richtig viel, aber immerhin besser als nix. Denn von diesem nix kommt man ja gerade erst. 99,4% der eigentlich ansonsten angebotenen Passagierkilometer gab es bei Singapore Airlines in der letzten Zeit nicht. Das ist ein Loch, aus welchem auch diese Fluggesellschaft definitiv nicht ohne finanzielle Unterstützung des Staates rauskommt. Gut, jetzt habe ich aber eben schon von der Singapore Airlines Gruppe gesprochen. Denn tatsächlich hat die Fluggesellschaft auch noch Tochtergesellschaften, die da noch so ein bisschen eine Rolle spielen. Und zwar sind diese Tochtergesellschaften Silk Air und Scoot. Scoot ist dabei eine Billigfluggesellschaft für Mittel- und Langstrecken aus Singapur heraus. Mittlerweile wurden die zusammengeführt mit der ehemaligen Singapore Airlines Tochtergesellschaft Tiger Air und Scoot kommt damit mittlerweile auf knapp 50 Flugzeuge in der Flotte, 20 davon sind Boeing 787 Dreamliner. Silk Air hingegen, oder wie auch immer das in nicht eingedeutscht ausgesprochen wird, übernimmt so etwa die Hälfte der Kurzstrecken, die man bei Singapore Airlines so zu fliegen hat. Sie übernehmen halt eben die Kurzstrecken, für die sich wirklich kein Großraumflugzeug lohnt. Das ist damit eine Full-Service-Regionalfluggesellschaft mit einer Zweiklassenbestuhlung und das Ganze ist als Konstrukt mit der Muttergesellschaft durchaus vergleichbar mit dem Lufthansa Germanwings bzw. Eurowings-Gebilde. Die Mitarbeiter der Tochtergesellschaft verdienen dabei eine ganze Ecke weniger als die Mitarbeiter der Muttergesellschaft, allerdings werden die beiden Fluggesellschaften doch noch so vergleichsweise eng zusammengehalten, dass man Flugzeuge, Mitarbeiter oder eben auch Teile des Streckennetzes einigermaßen flexibel durchtauschen kann. Scoot hingegen ist tatsächlich eine reine Billigfluggesellschaft. Die Mitarbeiter von Scoot verdienen nochmal eine ganze Ecke weniger als die Mitarbeiter der Silk Air und müssen auch auf einige Goodies verzichten. So müssen die Mitarbeiter beispielsweise die Hälfte ihres 787 Type Ratings bei der Fluggesellschaft abstottern. Und eventuell fällt euch jetzt so eine Kleinigkeit auf. Lufthansa, Singapore Airlines, Eurowings, Silk Air, Scoot, Ocean. Ein Schelm, wer Böses denkt. Singapore Airlines hat allerdings mittlerweile vor etwas mehr als 2 Jahren weitreichende Umstrukturierungsmaßnahmen angekündigt, bei denen man unter anderem etwas mehr als 100 Millionen Dollar in die Hand nehmen wird, um die 17 Boeing 737-800 der Silk Air von innen fit zu machen und ein vergleichbares Produkt zur Muttergesellschaft zu schaffen. Die Marke Silk Air wird dabei in den nächsten 2 Jahren voll und ganz verschwinden. Und diese, wie gesagt, 17 737-800 werden dann in die Flotte der Singapore Airlines überführt. Und zwar nicht nur einfach anders angemalt, damit es irgendwie wertvoller aussieht, sondern aus denen wird auch was gemacht und diese Flugzeuge gehören dann wirklich zu Singapore Airlines. Genauso wie die 37 von Silk Air bzw. für Silk Air bestellten 737 MAX. Diese werden auch alle zu Singapore Airlines kommen. Dementsprechend also über 50 737 in den nächsten Jahren. Die Zweiklassenbestuhlung wird bei der ganzen Nummer beibehalten. Die Flugzeuge bekommen also oder behalten eine Business Class und eine Economy Class und sie sollen im Zuge dieser Modernisierungsmaßnahmen in etwa die gleichen Business Class Sitze bekommen, die gleichen Lie-Flat Business Class Sitze bekommen, so wie man sie auch in der 787 und A350 Teilflotte der Muttergesellschaft finden kann. Für Singapore Airlines bedeutet das nach ziemlich langer Zeit mal wieder ein Flugzeug mit nur einem Gang in der Kabine. Also kein Großraumflugzeug, kein Widebody, sondern halt sowas Normales.
707727 und Boeing 757 hatte Singapore Airlines schon in der Flotte und tatsächlich auch schon die Boeing 737. Das ist allerdings schon ein paar Jahrzehnte her. Jetzt kommt die 737 wieder zurück. Und auch wenn das ja erst einmal doch eigentlich gar nicht so schlecht klingt, bringt das sicherlich eine ganze Menge weitreichende Konsequenzen mit sich. Denn Singapore Airlines wird sicherlich in den nächsten Jahren erst einmal nicht so groß sein oder nicht so groß werden, wie sie es zuletzt waren. Das heißt, einige Flugzeuge müssen die Fluggesellschaft sicherlich verlassen und mit ihnen dann eben auch Mitarbeiter. Bis jetzt musste man bereits 4.300 Stellen innerhalb dieser Airline-Gruppe streichen. 1.900 Stellen konnte man davon, ja, wie man so schön sagt, sozialverträglich abbauen. Alles andere, die 2.400, die dann jetzt erstmal noch oben drauf kommen, das musste dann eher über die etwas unschöneren Optionen gemacht werden. Und es steht natürlich auch noch nicht fest, ob diese 4.300 gestrichenen Stellen wirklich ausreichen. Es ist also aufgrund der aktuellen Situation tatsächlich durchaus ganz gut möglich, dass sich die Boeing 737 auch bei einer Fluggesellschaft wie Singapore Airlines, die eigentlich nur mit Großraumgerät durch die Gegend fliegt, zu einem guten und produktiven Arbeitspferd entwickeln kann. Und durchaus hervorragend funktioniert auch auf Strecken, die halt über die 30, 40 Minuten über die typische Kurzstrecke hinausgehen. Alles andere ist jetzt gerade noch sehr schwer absehbar. Damit soll es das an dieser Stelle für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren eventuell ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Luca, an Florian und an Timo. Vielen lieben Dank an euch für eure tatkräftige und großzügige Unterstützung über meine Patreon-Seite. Ihr wisst, damit helft ihr mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.